Eigentlich die Folge schon hochgeladen? Nein, jetzt hör auf, mich hier unter Druck zu setzen. Die Ja, ich Aufnahme frag doch nur. startet. Hi, wie geht's euch? Ja, alles gut? Hi, Leute, Wir wir sind's spielen Beyond Two wieder. Souls. Gar nicht random oder Ja, so. Ja, genau, geht's. es soll aber auch random sein. Wir bleiben jetzt erstmal in dem Loading-Screen hier. Wir haben das sehr selten gemacht, dass wir es richtig gemacht haben. Jetzt machen wir es mal richtig. Ja, ich möchte auf ein paar Zuschauer-Rezensionen eingehen, die mich außerhalb von YouTube erreicht haben. Und zwar von einem gewissen Nai. Umgekehrt, der so eben meinte, dass es an mir liegt, dass es nicht trendet. Also es soll nicht an mir liegen. Ihr könnt das Video ruhig liken, euch abonnieren und euch auch ruhig favorisieren. Ja? Okay. Bitte nehmt das zur Kenntnis, sonst raste ich hier komplett aus. Alles klar, auch hallo von meiner Seite und wir gehen jetzt sofort weiter in der Story. Was ist das letzte Mal nochmal passiert daran? Pferdeschießerei. Alles klar, weiter. Und Aiden hat trotzdem alle Mein gewonnen. imaginärer Freund, stimmt, genau, das war jetzt das Kapitel ganz weit vorne. Wo der jetzt geboren ist. Leute ohne Cam übrigens. Yo, gar nicht creepy. Danke. Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Hi. Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Kann ich mich jetzt schon bewegen? Nee. Jetzt sieht's aus, als ob du dich gleich bewegen kannst. Aber Tara bewegt sich nicht. Aha, was war das? Das war meine Kreditkarte, mit der ich gerade viele Sachen bestellt habe für dich zu Weihnachten. Erstmal hinpflanzen, ne? Jetzt eine Oh, Runde erstmal ein zocken. bisschen TV hier. So, was läuft Ja. denn? Schon wieder nicht Kein Avatar. Avatar. Ja, dann aus. Nee, das gebe ich mir nicht. Wir können nur Avatar oder Legende von Korra sehen. Gucken wir uns das erstmal an, ja? Neues Outfit. Hatte sie bisher. Doch, das hatte sie, glaube ich, beim Testen auch schon an. Was für ein Test? Das war doch hier alles vor dem Test. Ich weiß noch nichts von dem Test. Oh, guck mal da, ein schönes Bild von Mutter und Tochter. Das hab ich gemalt, glaube ich, Kannst sogar. du A drücken? Kekse, ich will Kekse haben. Kriege ich einen Keks? Es gibt doch schon bald Essen, Schätzchen. So, jetzt Wenn reicht's. du jetzt Kekse isst, hast du dann keinen Hunger. Ja. Aber wir wollen nur einen haben. Jordi, Schatz, ich muss jetzt Essen machen. Also gerade. Wir nerven die ein Hör auf. bisschen. Gerade Was noch so. soll's? Lass mal was machen, jetzt so. Nichts. Ich wollte nur mal knuddeln. Oh. Oh, das ist ja richtig. Ja. Jetzt besser? Okay, ich muss jetzt weitermachen, Kleiner. Lustig, wenn du jetzt nochmal hingehen kannst. Krieg ich einen Keks? Junge! Kann ich nicht. Aber. Nee, kann ich nicht. Also man kann hier nichts mehr machen. Nee, muss halt woanders hingehen. Vielleicht kannst du Ja, okay. rausgehen. Oder halt mit irgendwas spielen. Keine Ahnung, das hast du ja vorhin gesagt, du sollst mit irgendwas spielen. Dann spielen wir jetzt eine Runde. Geht ja hier noch weiter. Die kann man sich auch wieder Jetzt da hinsetzen, wieder aber machen. hinsetzen. Und jetzt aus dem Fenster Aus dem gucken. Fenster gucken. Oh, ist das schön. Ja, Schnee. Das ist Schnee. Ja. Die Jugendlichen von heute kennen nur noch einen Schnee. Was? Oh, das ist fuselig. Schnell wieder zu. Ja, da würde ich auch nicht reingehen, bin ich ehrlich. Nee, 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 nee. Oh, können Schlüpfer wir da auch hoch? nicht. Können wir diesmal hoch? Das letzte Mal wollten wir bei der Party auch schon hoch. Ist Konnten es wir nicht überhaupt hoch. dasselbe Haus? Nein. Aber ich will meine obere Etage.
Warte, das Junge, ist immer noch das. Das ist immer noch das. Ich wollte nur gucken, ob wir hier nicht. Tower von Dance Moves hier und wieder umdrehen und ey. Nein, jetzt kommt. Geht er. Guck mal, ob wir da hochgehen können. Okay. Wir gehen nach oben und fallen runter. Kann man nicht runterfallen? Schade. Ich gehe jetzt einfach mal diese Treppe hier hoch. Von hier aus gehe ich gleich runter in die Kanalisation. Ach, in unser Zimmer. Hier erstmal hinsetzen. Und ein bisschen was malen. Nee, wir schreiben einen Brief. Okay. Stehen erstmal wieder auf, um den Brief. Wir müssen uns hier Inspiration holen. Ich schreibe etwas über Kuscheltiere. Und Puppen. Spielzeugsachen. Ja. Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Nee. Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Oh, die Garage, war das nicht der. Kein Problem. Der grusige Raum von gerade schon? Ey, es ist doch voll kalt. Erstmal was malen. Wir wollen jetzt was malen. Na ja, komm. Hä? Du stehst wieder. Also, hätte ich nach unten drücken müssen? Ja, nach. Wo hast du denn hingedrückt? Nach rechts? Ja, nach oben. Ja, du musst zum Stift natürlich hin. Nach rechts. Ja, nach rechts. Warte, lass mich jetzt erstmal hier hinsetzen. So, jetzt nach links oder unten, um dich hinzusetzen. Genau. Und jetzt ist rechts beim Stift ist der Punkt. Ah! Ja, komm. Oh, was malten die da für abstruse Kreise, Alter? Mehr konnte ich auch nicht im Kunstunterricht. Alter, Junge. Okay, so war ich auch nicht drauf. Gut, dann gehen wir jetzt. Dann gehen wir jetzt in die Garage. So langweilig. Hier kurz noch ins Badezimmer, da, ne, The Ring. Hallo, was gibt's denn hier? Lalala. Ach, hier. Kurz Hände waschen. Nee, einfach angucken. Grimassen. Alter! Ich hab doch gesagt, The Ring, ich wusste das Junge. Nicht. Junge! Okay, schnell. Okay. War gar nicht gruselig oder so, war vollkommen normal. Immer wenn ich in den Spiegel gucke, Alter, dann... Passiert mir echt häufig. Passiert mir auch öfter mal. Deshalb gucke ich nicht mehr in den Spiegel mittlerweile. Ist die Garage draußen oder ist das dieser Raum? Nee, das ist dieser komische Raum, glaube ich. Oder? Jody? Wo gehst du hin? Nirgends. Ich wollte nur... Zur Garage. Nee, die Garage ist... Geh mal rein, da könnt ihr rausgucken. Ja, witzig. Okay, dann ist das dieser Raum. Du läufst ja völlig falsch. Nein, alles gut. Ja, toll. Ich wollte hier nochmal die Weihnachtsdekoration sehen. Wir haben ja auch bald Weihnachten. Ne? Na, Aufnahmetag richtig. Ist der 17.12. Und wir wissen, jedes Jahr kommt irgendwann mal eine Weihnachtszeit. Alle Menschen sind bereit. Da hast du keine Rechte dran. Du auch nicht. Das ist richtig. Ich verwende es aber in deinem Intro und Outro. Epst. Das an die Öffentlichkeit gerät. Dann bin ich RIP. Alter, warum, wer okay. macht denn so eine jetzt Garage? Lass mal hier bitte, genau, lass mal bitte wieder... Alter, noch so ein Kopf steht da rum. Jo, lass mal. Naja, alles ganz normal. Hier ist Öl. Ist das Öl? Ja. Ja. Wer hat denn bitte Olivenöl in so einem Kanister? Ja, es sieht... Oh, auf einmal ist kalt. Mehr aus wie Benzin, so. Junge. Von zum Keller war es aber echt immer kalt, aber es ist jetzt auch kein Keller, ne? Ich im Keller bin, Alter, da rappelt auch immer alles. Locker die Tür geht zu. Nee, schnell weg. Also jetzt lernen wir auch mal die Mutter kennen, die kam bisher noch gar nicht, wa? Junge, ist das intens hier schon wieder heute. Ja. War hier, Mom. Danke, Schätzchen. Das war auch fast größer als die selbst, ne? Ja, echt mal. Olivenöl. Hätte ihr mal selbst gehen können hier. Okay, wo geht's hin jetzt? Wow. Aber guck mal, ich glaube, der jetzt Avatar. Achso. Warum gehst du nicht draußen spielen? Ich wollte doch da nach draußen. Alles klar. Ja, aber wir sind ja zur Straßenseite rausgegangen. Wir müssen wahrscheinlich hier in den Garten gehen, oder? Ja, Fußball oder was? Eine Runde Fußball? Schatz, nimm den Mantel. Es ist wirklich kalt draußen. Ach. So viel Realismus. Kann ich das nicht vorher sagen? Aber es sind... Oh, na egal. Ja, macht Spaß auf jeden Fall heute. Ja, bis hierhin. Wo ist denn der Mantel? Ja, bestimmt an der Garderobe, oder? Wo ist die Garderobe, Alter? Bestimmt an der Haustür.
Ja, erstmal nehmen wir hier den Mantel. Ja. Da war auch ein kleiner Bug drin jetzt. Naja, aber mach du mal, ne? Ich guck einfach ein bisschen zu. Kann man auch schneller laufen? Nee. Ist hier kein Action-Game, wo man sprinten kann. Reicht. Aufnahme ist beendet. Du fängst ja auch nicht einfach an, ja durch deine Wohnung zu rennen. Doch. Oh, ist das Harry Potter? Ja. Ja, ne? Nee. Sind so ein... Erinnert auch ein bisschen an Davy Jones. Es ist langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. Hey, die weiß schon, dass der Aiden heißt. Aber eine Runde Fußball, wie ich gesagt habe. Hallo. Hier Benzema. Hallo. Ich will das sehen. Hallo? Ja. Oh, guck mal hier. Oh. David Beckham. Okay, auf die Schaukel oder was? Ja, lass mal auf nee, die nee, Schaukel. Wir spielen erstmal eine Runde Fußball. Hier. Kann man damit nichts machen? Nein. Doch, man kann dagegen laufen. Warum läuft die so besoffen, Alter? Ja, weil es Schnee ist. Ja. Schubst du mich an, Aiden? Mach ich. Aber ganz vorsichtig. Noch einen, hey. Oh lol, kann ich den Kindern hier was tun? Nein, mach's nicht. Das macht eh keinen Spaß. Hallo, ja, ich warum bin schon wieder da. Nicht, wo schubst du den nicht an? Hä? Woll dich, ich dachte nur, hinterher ist es zu doll oder so, und dann fliegt ihr da hast runter. Du nicht, ja, hast du nicht gesehen hier? Jetzt macht's eh keinen Spaß mehr. Jetzt hast du dem kleinen Kind hier die Lust am Schaukeln verbaut. Jetzt müssen die Eltern sich was Teures ausdenken, damit die Spaß am Leben hat. Aber vielleicht gehe ich mal zu den Kindern selbst. Hast du das gehört? Das kam von der Straße. Ich geb auf, okay? Ich schwör's dir. Stopp, Schluss damit. Jetzt von da durchlinsen. Erwischt, au. Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das musst du bereuen, Fiesling. Das. Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Du musst jetzt irgendwo durchklettern, oder wie? Ja, du musst es jetzt ständig wegmachen, genau. Da drüber klettern, ja. Hallo. Du kannst auch mal helfen, Aiden. Mach ich. Ja. Aiden, du bist der Beste. Weiß ich, danke. Du hast unseren Zaun kaputt gemacht. Ja, damit ich spielen kann. Ja, aber da ist noch ein extra Brett extra für euch. Ja, das kann ich hinterher da wieder vorlegen. Kurze Prediction, die sind wieder fies. Ah, nee. Komm, mach schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingesammelt. Machen wir. Los, verstecken, Junge. Erstmal einen Schneeball nehmen. Erstmal einen Schneeball nehmen. Oh lol, du kannst dich abwerfen. Jetzt komm. Nein. Komm, machen wir hier Longshot. Komm, RB. Komm schon, aua. Auf ihn. Ich drück und jetzt RB. Ach so. Ja, wenn du jemanden anvisierst, musst du dann RB drücken, wie beim Schuss. Ach so, das ist ja. Ach so, ich schieße so. Stimmt, hab ich voll vergessen. Ja, wie ein Mädchen. Hey, was? Weiß noch unsere legendären Schneeballschlachten im Park. Mit der no look Klasse. Einfach. Ja, ja, weiß ich. die macht einfach so. Null. Was macht er denn jetzt? Er will richtig. Er läuft so einen Meter mal vor uns. Okay, und ja, ja, beweg dich mal ein bisschen, du musst dodgen. Okay. Okay, du Fiesling. Ja, im besten Fall nicht weglaufen von. Du bist tot, kleiner Wicht. Ich hab dich! Nein, lass mich gehen! Nein, nein, stopp! Ach, das war, komm, das hat doch jeder mal durchgemacht. Aber ich tu dem jetzt nichts, oder? Nein, mach nichts. Wobei, der jetzt schon ein bisschen länger, also noch 3 Sekunden hat er. Nein, ich tu dem nichts. Ich tu doch keinem Kind was, Junge, willst du mich natzen? Ja, okay. Ich kann ihn, glaube ich, töten. Wenn er rot umrangelt ist, kann ich den töten. Oder übernehmen oder so. Das will ich nicht. Nein, der ja, kann ich irgendwas machen? Lass mich, nee, gehen wir dann ich kann, raus. Ja, ich versuch's. Ich kann nicht. Ja, du musst irgendwas machen, dann mach irgendwie. Ich kann auch im Auto, ich kann hier auch drumherum nichts machen.
Ja, musst du das machen, also oder lässt das Spiel gerade was anderes zu? Versuche mich jetzt mal so. Versuche mich jetzt mal so zu bewegen. Ich will es nicht tun! Ja, mach's auch nicht. Wenn du es nicht willst, ich kann dich ja nicht zwingen. Ja, du willst das jetzt tun, oder was? Ich spiel ja nicht ein. Kannst die Mutti doch hier. Nee, ich kann halt nicht so weit weg, dass das Ding guckt, aber hier ist immer schon blockiert. Alter, wie lange aber der auch durchzieht, Alter, der ist kein Mensch mehr, komm. Nur leicht. Hä? Du stirbst jetzt nicht wirklich, oder? Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen. Hä? Du hast mich eingeseift. Was sie gemacht hat? Sie ist eine Hexe. Eine fiese, hä? Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe. Ich schwör's euch. Jodie Holmes ist eine Hexe. Junge. Komm mit. Komm mit. Wir gehen heim. Komm. Komm mit. Geh jetzt ins Haus. Hä? Das ist doch der Vater. Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst. Die anderen haben gespielt. Ich wollte nur mitmachen. Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Ah, das ist Philipp. Okay, gut zu wissen. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jodie, diesmal gibt es richtig Ärger. Philipp, nee. Ja, aber man schlägt seine Kinder auch nicht. Also man muss jetzt auch echt mal sagen, so, okay. Da macht man nicht. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Ich will sie machen. Natürlich macht man das nicht, Alter. Ja, klar, aber über hier den kleinen Jungen angreifen, ne? Junge, ich konnte nichts anderes machen. Hätten uns das jetzt noch. Wollen wir uns das jetzt hier noch 50 Minuten lang anschauen, oder was? Predigen und Wein trinken. Willst du mich, Alter? Willst du mich dazu so, ja, ich. Also, ich kann dir ja nichts befehlen. Du spielst ja einen, Alter. Ich hab's ja nicht gemacht. Ich habe Angst vor den Monster, Mami. Sie wollen weißt mich du? Holen. Ich also du weißt doch, Monster gibt es nicht. Hätte ich jetzt noch 10, wir hätten ja natürlich auch noch 10 Minuten warten können, aber ich dachte, es passiert halt nichts anderes mehr. Ich muss das machen. Das ja, ist die einzige komm, Option. Okay, alles ausreden. Junge, ich rede nicht mehr mit dir. Musst du aber zwangsläufig. So, Freunde, ich kommentiere das jetzt alleine bzw. unabhängig von Taran. Hey, jetzt reicht's hier, komm. Tut mir leid, aber trotzdem war es ganz lustig. Geh weg, ich hasse dich! Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind! Geh weg! Geh weg! Ach nee. Sie nicht so anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Junge, Susan, das ist kein kleines nicht. Mädchen. Das, Susan, das ist ein Monster! Hör sofort damit auf, so über sie zu reden! Echt wahr. Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott, nochmal Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Wir sind paranormal. Das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Ja, wir greifen die Eltern auch nicht an, egal was. What happens? Junge, wie er über uns redet. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort. Bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan. Aber nicht sowas. Nicht sowas. Junge, wie er redet, Alter. Als ob es entscheidend ist, ob du dich nach rechts oder links drehst. Ja. Junge, ey. Zu krass. Kann man nicht aufstehen oder so? Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. RB auch noch? Ah. Ja, hab ich gemacht. Ne, scheinbar nicht. Ja, ich hab nicht fest genug gedrückt. Ich bin da noch ein bisschen schwach in den Fingern. Ne, ich bin damit. Und jetzt? Jetzt haben wir das geknuddelt.
Alter. Das ist ja wie bei hier, Conjuring, Alter. Lass mich. Das ist ja wirklich wie bei Conjuring. Alles okay? Oh Gott, was ist passiert, Schätzchen? Du hast gesagt, Monster gibt es nicht. Tut es doch, Mami. Tut es doch. Alter, ja. Die wurde angegriffen. Man sieht in der Aufnahme jemanden, den ich selbst nicht kenne, den ich aber bei Steam geedet habe. Oder der mich bei Steam geedet hat. Oh Gott, aber ich finde gut, dass die Mutter... Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Kann man... Die Mutter ist Ehrenfrau. Schuhkarton übersehen. Taran, die haben den Schuhkarton übersehen. Ei. Gerade rechtzeitig verlassen haben wir. Einen Keks gegessen haben wir nicht. Ja, gut benommen. Doch, wir haben uns sogar gut benommen, scheinbar. Was hätten wir denn machen sollen, wenn wir uns nicht gut benehmen? Nicht mit den Spielen, oder? Ja, aber wir haben uns ja gut benommen. Und ja, wir haben trotzdem mit denen gespielt. Okay, der Kondensator. Ich bin ja ein bisschen älter, glaube ich. Wann geht's denn endlich zum... Echt, ja, aber nicht so... Ja, es ist nach der... Doch schon nach der Party. Ja, also kurz vor der CIA, genau. Teenager-Alter, vorgeschrittenes Teenager-Alter. Nathan. Was ist los? Zieh dich an. Ich erklär's dir auf der Fahrt. Das ist, wenn du so geweckt wirst, wenn er dich einfach so in Jody. Dein Bett reinbeugt. Jody, wach auf. Auf. Zieh dich an. Ja. Papa zieht sich auch gleich aus. Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Was? Der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Ja, Junge, jetzt geht's ab. Ich war schon hier der erste Krankenwagen. Warst du hier gerade wieder am Handy, Taran, während der Aufnahme? Das war immer noch meine Kreditkarte. Warum guckst du denn so oft auf deine Kreditkarte? Ich weiß nicht, ob da noch Geld drauf ist, aber irgendwie finde ich nichts. Wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Wollen wir das machen? Wir machen das. Ja, können wir gar nicht entscheiden. Jetzt die Story dazu. Mann, ey. Ich tu's. Das klingt aber sehr... Das wäre witzig. Neue Mission. Zeit. Entscheide, ob du die Mission machen möchtest. Nein, alles klar. Vorbei. Die nächste Sequenz. Nicht gespielter Weg, alles. Alles gelassen. Sie haben sich so entschieden wie 1% der anderen Spieler. Ja, gehst du auch raus? Sehr gut. Verdammt, Nathan! Das ist Wahnsinn! Du kannst sie nicht da reinschicken! Was denkst du dir? Du verstehst das nicht. Sie ist die Einzige, die das beenden kann. Gibt es irgendwelche Informationen von drin? Irgendwas? Hast du das gerade gemacht? Oder war automatisch? Nee, ich hab's gemacht. Alles klar. Dann gehen wir wieder rein. Verzeihung, ich hab gehört, sie können hier nicht durch. Sie kann durch. Entschuldigung. Alles klar. Die wissen auch, wie man kommuniziert. Wenn du mit 14 und 18er Club gehst, nicht was. So, das ist echt so beste Kommunikation. Ey, sie dürfen hier nicht durch. Sie darf durch. Alles klar. Junge, lass mich doch mal. Es ist Corona, oder? Ist es jetzt schon Corona? Nee, wir wissen, das sind Menschen aus, also das wissen wir, sind Präsenzen aus der anderen Dimension. Ja, ich weiß, aber es ist... Vielleicht haben die natürlich Corona mitgebracht, ja. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden, das ist alles, was sie mir sagen konnten. Junge, der Untertitel spielt völlig verrückt. Die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Aber weißt dass wir auf einmal überhaupt was darüber wissen, so. Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Wollte gerade sagen. Hä? Aber er wollte dort hereinstehen. Ja, und wenn sie sterben würde, dann müssen wir den Prolog ja auch gar nicht mehr spielen. Ja, dann wäre das Spiel halt vorbei, genau. Komm jetzt hier, mach. Nicht lange rumgucken, rein. Ja, komm, nicht zurückblicken. Einfach Kerngedanke rein.
Hier komm, ich blick nochmal zurück. So, erstmal umgucken, würde ich sagen, wie immer. Okay, das erinnert echt ein bisschen an Walking Dead, die Krankenhausszene. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Zum Lift. Aber ich hab Schiss. Wie geht's dir? Weiß ich nicht. Ich frag mich mal. Lass. Oh, mir geht's gut. Was wolltest du hier machen im Krankenhaus? Ja, ich wollte mich mal testen lassen. Okay, tschüss. Aber daraus wird ja jetzt scheinbar nichts mehr. Oh, hier ist ein bisschen Blut. Naja. Hey, du bist gar nicht mehr draußen. Oh, Entschuldigung. Warning, da gehen wir doch direkt rein. Da gehen wir rein, würde ich sagen. Ah, hier ist auch eine fette Blutlache. Kann ich das aufmachen? Oder kannst du da einfach durchgehen? Ja, ah, da links muss ich da. Muss ich da. Was, oh, kannst du nee, einfach ich mach dort. Ja, das. Ja, einfach. Einfach go. Geh ich für go. Ja, okay, ich glaube, du musst nochmal. Kannst du da was tun, Aiden? Ja, sicher. Guck mal, wir waren schon so antizipierend. Na, was ist hier los? Oh lol. Was hat denn hier? Gut. So, jetzt kann er nach oben kommen. Hier liegt halt eine Leiche drin, ey. Weiß ja nicht. Was weiß ich nicht. Er ist ja immer bewusst, Junge. Vielleicht ist er doch ein Zombie, wie bei The Walking Dead, Taran. Ich denke echt. Krass wäre, wenn es vielleicht eine andere Option gäbe, nach unten zu kommen, durch eine Treppe oder so. Ja, ich würde dann gerne aufstehen. Danke. Aber... Ist eigentlich Fire in the Building? Nee. Wir gehen da jetzt mal hin und lunzen mal eine Runde rein. Ah, okay, warte mal. So. So, zu Joe, die das Echo leiten. Ja, Mann. Alter, ist das schwer. Ja, dann. Hallo. Dahin, dahin, ja. Ja. Komm schon! Krank. Also er könnte noch leben. Heftige Mechanik auf jeden Fall. Das sehen zu können. Ja gut, dann lass mal nach unten. Dude. Restricted Area, da gehen wir, da drücke ich mal drauf. Ja Mann. Hier Aufzug nehmen. Okay, da steht direkt einer vor. Nee, doch nicht. Schade. Alter, erst am Gähnen, dann am Abhusten. Oh. Jetzt am... kotzen. Ja. Ey, du musst jetzt hier wieder was machen. Hallo. Und nur noch mehr Tod. Da drin. Alter. Dreh doch mal Deutsch, Alter. Okay. Das war auf jeden Fall der beste Kommentar zu dem, was gerade passiert ist. Red mal Deutsch. Ja, finde ich doch. Okay, jetzt haben wir wenigstens die Platz. Guck dich nochmal ein bisschen um, bitte. Wissen noch gar nicht, ob es da, ob es noch mehr, vielleicht gibt es noch mehr. Ja, okay. Es gibt viele Möglichkeiten. Hier zum Beispiel durch den Feuerlöscher kann man gehen. Ja, ich wollte ja einfach nur mal schauen, Mann. Du musst ja nicht immer gleich so toxisch sein. Bin ich ja nicht. Du bist nur ein bisschen sehr salzig heute in der Frage. Dann schon, wie du sie anmoderiert hast. Ah, wie geht's euch? Alles klar, mit dir rede ich jetzt nicht mehr. Hallo! Bleib doch mal hier. So, was geht hier? Hallo, wie geht's hier? Mit dem kann ich nicht mehr reden. Jetzt mal wieder umdrehen, ganz stark. Oh, lol! Ja, natürlich um... Hä? Was war das denn jetzt für... Hä?
What the fuck? Der ist sogar aufgestanden. Der ist er auch, aber irgendwie war die Sequenz sehr schnell vorbei und es war wie vorher. Jetzt kommt er von hinten. Das war natürlich auch. Das ist natürlich gut A gedrückt. Ja, soll ich A gedrückt halten in dem Fall? Weiß ich ja nicht. Will ich A gedrückt halten oder ganz oft? Ja, lass dich mal raus. Siehst du, es hätte eh nicht geklappt. Ach, als ob ich hier nicht durchkomme. Ja doch, kann ich schon sagen. Gar kein Ding für mich. Passiert da was? Ne, du kannst auch gleich wieder ein Echo da rein ebeln. Ja, ich komm, lass dich erstmal reingehen. Okay, 1, 2, 3, lalala. Hier ist ja auch richtig warm, muss ja da drin sein und übel am Qualmen. Mhm. Und jetzt friert sie auch wenigstens nicht mehr so wie gerade in der Erinnerung. Also wie so gerade in der Sekunde. Bleib dicht bei mir, okay? Ja, Mann, mach ich. Wo du auch hingehst. Ich hatte gleich wieder eine Vision, Junge. Natürlich. Sie sind unterwegs. Jo! Ja gut, aber es gibt ja keine Monster. Nee. Da konnte ich gerade noch was machen in dem Stromteil, ne? Soll ich da noch was machen? Ja. Ich weiß, du hast ja doch was gemacht. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. War vielleicht auch doof. Naja, ja, ich hab's einfach mal gemacht. Ja, mit Splitscreen ist das ist halt das echt schöner. Also wenn beide immer was machen müssen, dann kannst du gleichzeitig laufen und ich kann gleichzeitig Sachen bewegen. Ja komm, ist aber, jetzt egal. Ja. Wenn's nicht geht, dann geht's halt nicht. Hä, aber was ist jetzt hier unsere Aufgabe? Ja, wir sollen das Loch schließen, denke ich mal. Okay. Ach ja, stimmt. Ja, aber irgendwie passiert ja nichts die ganze Zeit. Hä? Ja, weil wir erst mal dahin müssen. Ja, okay. Warum bist du denn so ungeduldig? Ja, ich bin... Ich hatte, wir gehen einen Raum in einen Raum rein. Es passiert noch gar nichts. Hm. Hallo. Das erinnert mich jetzt an Hitman, da ist man auch mal durch so eine Kacke gekommen. Oh Junge, da rechts, da liegt wieder einer. Hey, nicht verraten! Oh, was? Wo denn? Wie, wo denn? Hier, sollen wir den angucken? Ja, wollte ich. Ja, du musst doch was machen. Manchmal geht die dann wieder davon weg, ne? Wenn die schon anfängt mit der Animation und dann geht die einfach wieder davon weg. Jetzt komm. Ja, ich bewege das schon, aber ich... Also manchmal ist das auch ein bisschen da. Potente Konzentration von Energie. Die verwenden wir zum Öffnen eines temporären Brust. Alter. Ich glaube aber, dass sie alle noch nicht tot sind. Ach doch. Nein, aber wollen wir alle erst erzählen können. Okay. Dann wollen wir mal weitergehen hier. Wir sind ja, das ist der beste Feuerschutz. Hände vor das Gesicht halten. Ja, ne? Alter. Einfach mal anlassen. Nee, der schade. Nicht. Ach, wobei. 80% der Spieler haben diesen. Ja, jetzt kannst du es nicht wieder anmachen, denke ich mal. Locker das wird gleich da stehen, ob das Radio ausgemacht wurde. Nein, keine Ahnung.
Ja. Ja, ich glaube, du kannst aufhören zu gucken. Ja, lass mich mal. Ich mach das Glas kaputt. Oder ach, da kannst du selber. Guck, hier kann ich es kaputt machen. Das macht keinen Sinn eigentlich. Warum? Ja, deswegen geh jetzt mal weg mit einem sinnlosen Kack. Das macht Sinn. Toll. Ja. Los, toll. Gehen. Toll. Toll. Warte, ich stell den mal lieber wieder richtig hin. Ah, damit hätte ich es auch machen können. Ah, nee. Ich hab auch noch Bock auf ein bisschen Zerstörung. Wow, so. jetzt haben wir zwei Räume offen. Zwei Gänge offen. Ist vielleicht sinnvoll. Naja, egal. Einfach mal rein, oder? Ja, damit das Feuer sich leichter ausbreiten kann. Jetzt mach doch, ey. Manchmal in den Abendstunden. Ah, da ist wieder eine... Gucke ich meine League of Legends. Ja. Echt? Oder oh ja, das ist echt. Also das ist echt dumm gemacht, weil diese Mechanik, wie man das machen soll. Ja, da muss ich einfach vielleicht. Alter! Yo! Oh! Er wurde richtig weggesmackt. Jo. Okay, mal gucken, ob wir in der Dingens was machen können. In dem Control Panel hier. Hinter dir. So. Sorry. Vielleicht können wir da ja ran. Ja, lass mich mal gucken. Mhm. Ah, da ja. Könnte ich was machen. Aber das ist nur ein... Hä? Ja, schick ich nicht. Was bringt es denn, wenn ich die Sachen wieder mit Strom versorge? Ja, dass man dann Wasser daraus nimmt und den Brand löschen kann. Ja, das soll ich jetzt aus... Ja. Ja, okay. Hier kann ich jedenfalls. Guck mal, du zum Wasser ankippen, das drüber. Das bringt wahrscheinlich sehr viel. Ja, kannst du probieren, ob du dir erst was machen kannst. Ja, genau. Oder auch selbst mal ein Wasser trinken. Wir sind ja hier sehr dehydriert. Nee, okay. Hat nichts gebracht. Ja, alles klar. Dann erstmal weiter. Du kurz ins Feuer? Kann man nicht. Schade. Ja, wolltest du dich jetzt umbringen? Ja, so, OP, nur mit Hinterplatz, OP, geil. Okay, ab zum Feuerwehrmann. Ist der nicht Bestatter? Nee. Was? Ah. Manchmal in den Abendstunden gucke ich einen Coffee, ich liege auf der Jones rum. Schon lange gar nicht mehr. Ja, die alten. Achso. Ist natürlich nett. Ja, kein Ding. Du auch nur die, wo du selbst dabei bist, ne? Nee, auch das, wo ich nur ganz blöd dabei bin. Okay, das ist schon radikal. Okay, wo ist der Feuerlöscher? Hier in dem Raum drüben war einer. Hier war auch einer? Ja, den hat der Kollege doch gerade fallen gelassen. Wo, hä? Ja, in der Sequenz, die wir gerade gesehen ja, haben. Ja klar, aber wo soll der sein? Ja, ist eine gute Frage. Hä? Ich glaub, soll ich mal gucken, wo wir hin müssen? Ich kann mich ja ein bisschen schneller bewegen, glaube ich, als du, ne? Ja. Ob hier irgendwo was ist. Bei mir sind es immer 3 km/h. Ja, wo denn? Muss doch irgendwo so einer sein. Finde ihn ein. Ja, bin dabei. Da. Ja, hol den mal. Ja, das... Der ist mit Sicherheit auch gar nicht warm jetzt, oder? Das wollten wir so. Au. Ah doch, der ist echt warm. Gut gemacht. War nur warm. Zum Glück. Das wäre es gewesen, einfach stehen bleiben. Kannst du das steuern oder macht sie das von alleine? Ich mach das. Okay. Ja,
Hast du gut gemacht. Weißt du, wie man Brennen löscht? Ja. Alarm! Alarm! Der dreht wieder durch! Ach du Scheiße. Wo kam er denn her? Wer bist du denn? Hallo. Ja, ich wollte mich mal testen lassen. Jetzt haben wir jetzt auch so einen Auftritt hinlegen. Ah! Komm ab da durch. Jetzt sagen die mir nicht schneiden oder so. Ach, hat's mir jetzt doch. Na. Aber Gott sei Dank nur ein bisschen an der Hand. Ne? Ja, als ob sie vor allem das Glas nicht hätte nochmal eben wegtreten können. Ja, so er denkt ja. Wie so ein kleines Kind einfach mal wegtreten. Oder was stöhnt denn hier? Da vorne, da vorne. Hä? Wo läufst du lang? Wo vorne? Da vorne rechts. Ja, da. Hey. Nee, hatte ich nicht gedacht. Nicht der. Was willst du hier? Kleines Miststück. Ich dachte eigentlich an den hinter uns. Ja. Da in der Ecke, da vorne links. Ja, jetzt vorne. Es ist nicht so leicht hier immer zu laufen. Die Enden ist nicht gut verbaut. Geh weg, bitte. Oh Gott, nein, bitte. Ist gut. Ich bin Jody. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Existenzen. Sie sind ins Labor eingedrungen. Ja, Mann. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt, aber sie sind hier. Deswegen heißt sie auch Beyond Two Souls, weil es mehrere Seelen gibt. Er funktioniert jetzt. Ich nur eine. Damit hier raus. Du bleibst hier? Diese Dinger, die Dinger werden dich töten. Nein. Ich bin nicht allein. Wir alle treffen den Tod allein. Das ist echt mal eine Aussage, die könnte auch so in einem Geschichtsbuch sein. Warum machst du jetzt Pause? Ja, wer es ein spannender Moment kommt. Und bitte. Jo, das hat sie nicht mitbekommen, ne? Sterb, du Miststück! Sterb! Ey, muss ich wieder ohne nach unten gehen müssen. Also jetzt muss ich gedrückt halten. Muss ich da gedrückt halten oder ganz oft drücken? Sicher nicht. Ich gehe davon aus, dass du drücken musst, weil gedrückt halten ist in der Regel Quadrat. Also halt eine quadratische Umrandung. Wenn der Kreis ist, lass uns den jetzt erstmal hier verprügeln. Jo, funktioniert gut. Hallo. Darf ich jetzt bitte? Ich will. Dodgen. Alter. Oh, was? Jo! Das war natürlich ein unpredictable move. Wie ihn das auch nicht juckt, Alter. Oh, fuck. Hey, ich bin noch unten ausgewichen. Also ganz oft drücken heißt es hier, okay. Schönes Ding. Harry. Yo, Wizard Harry. Alter, haben wir kassiert von dem. Jo, aber das Leben geht weiter. Das muss man so nicht dann sagen. Na, steht er wieder auf? Ja, komm mal, weiter. Go. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der dein Audio nicht aufnimmt, weil der... Egal, können wir gleich testen. Hätten wir mal das auch machen. Ja! Ja, komm. Also wenn er Ingame aufnimmt, nimmt er doch wohl mich auch auf, oder nicht? Ja, nee, weil da ist kein Ausschlag, weißt du? Ich sehe so meine Spur. Oh Junge, den habe ich perfekt gemacht. Ja, dann kriegst du halt meine Audiospur, wenn du Bock hast. Ja, stimmt. Ja, und halt die Game-Sound-Spuren, das ist halt ein bisschen schwierig. Hat der von dir auch nicht aufgenommen? Nee, weil es bewegt sich hier nichts bei Desktop-Audio. Wow. Egal, wir können ja gucken, vielleicht ist das ja auch ein Affen-Bug. Wir merken uns. Was war das jetzt? Nee, da weiß ich weiß halt nicht, ob ich jetzt gedrückt halten muss oder nicht. Ja, lass mich mal was gucken.
Bitte sehr. Bleib bei mir, okay? Mach ich. Wo du auch hingehst. Ich weiß halt nicht, kannst du in so Kampfsituationen auch hättest du auch zu mir switchen können? Weil. Ich guck mal so das nächste Mal. Hätte ich ihn ja wahrscheinlich einfach machen können. Ja, ist ja langweilig. Genau, selbst hier ein bisschen kämpfen. Dodgen. Ja, wo muss nach ich dort? Also ich bin nach unten gegangen jetzt. Ist nach rechts. Ist nach links. Sehr schön. Das hat noch nie was gebracht, jetzt schon. Ah. Der Angel. Da gehen wir doch mal rein. Ich muss immer daran denken, wie dieser Junge uns gerade 15 Minuten eingeseift hat. Wie so ein Scheiß. Ja, und einfach nicht aufgehört hat. Und ich musste das so machen. Vielleicht ist es wirklich vorgesehen. Ich glaube, weil es gab ja auch am Ende, im Endscreen nicht die Entscheidung von wegen Junge verschont oder Junge angegriffen. Nee, worüber hätten sich die denn sonst mal Abendbrot unterhalten sollen? Ja, eben. Stimmt natürlich. Über Fußball. Wie gut wir im Dribbeln waren. Gott und die Welt. Trump? Nee. Trump war immer sehr kalt. War damals noch Unternehmer. Der Kondensator ist nah. Also, war ja auch während seiner Präsidentschaft. Ja, dann go. Ja, ich würde gern... Ja, ich meine nicht möglicherweise dich. Kommen wir ungesehen durch. Okay, jetzt ungesehen. Schönes CIA-Training, remembern. Ja, aber das waren wir doch noch nicht, oder? Waren wir schon beim CIA? Nee, aber das war jetzt für dich, an dich gemeint. Ja, mache ich ja, aber ich glaube, nach unten können wir noch gar nicht. Oder? Können wir so nach unten? Nein. Das macht die Wende automatisch. Nee, wir mussten das auch mal drücken. Ja, mit A, da konntest du dann an einer bestimmten Wand in Deckung gehen. Nein. Oder nicht? Nach unten uns wegducken, wenn uns jemand schlägt. Ach so, ja. Das ist gerade die ganze Zeit nicht funktioniert. Ja, du musst ja nicht nur nach unten, du kannst ja vielleicht auch nach links oder nach rechts. Ja, es ging nur links und rechts. Ja, okay. Egal, ich lass dich mal raus. Willst du da irgendwie so einen Weg frei machen? Ja, du kannst doch hier reingehen. Wir brauchen eine Karte, die müssen wir halt suchen. Aber hier kann ich was machen. Ja, hallo? Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Was ist das denn? Kann man hier lang jetzt? Ja, dann... Jetzt Ziegelstein. Bitte? Nein, keine Ahnung. Ja, dann geh einfach mal... halt da in den Raum, würde ich sagen, ne? Hier. Oder kannst du nicht? Ja, warte. Ich dachte, man muss jetzt in den Raum. Okay, dann gewährst man den. Kann man auch irgendwas kaputt machen nochmal? Nee, okay. Du kannst einfach durchlaufen. Warum willst du das kaputt machen? Ich weiß. Keine Ahnung, weil du so Spaß mit dem. Na, jedenfalls. Ich weiß nicht, ob wir zu ihm hin wollen, ne? Wir wollen ja ungesehen hier durch eigentlich. Aber er hat die Karte. Oder? Oder hat noch jemand eine Karte vielleicht? Was bei ihm da oben? Nee, okay, nix. Moin, moin. Kannst du da jetzt noch irgendwas machen? Küsschen links, Küsschen rechts. Jetzt frieren wir schon wieder, ne? Gerade war es zu warm, jetzt ist... Also der kann uns auch echt einfach nur angucken, oder was? Das ist ja dumm. Ja, okay. Ich weiß ja nicht, was das jetzt gerade war mit Bonus freigeschaltet. Nee, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir Geld oder so. Wir haben noch nie für die nächste Party Geld bekommen. Für die nächste Party, dass wir die selbst organisieren können und die Leute alle rauswerfen, die uns schlecht behandeln. Hat er eine Karte? Ja, er hat eine Karte. Treffer. Schon. Weißt du, steht er auf? Er steht auf. Alle stehen auf. Junge. Spoiler doch nicht. Aber gut,
Drück Y, ich kann nicht. Ja, ist okay. Ja, Zuckerglas. Weißt du, jetzt kann sie da durchspringen. Gerade die ganze Zeit. Nein, ich brauche dich jetzt. Ja, alles klar, ich halte die ab. Geh auf, verdammt. Oder kann ich dir helfen hier? Nee. Komm schon! Geh auf, verdammt! Ich geh mal kurz zu mir. Ja, ich kann nicht, oder? Nee, ich muss einfach abhalten. So. Wie es auch ice cold hier ist. Cold is a cold wind. Blow, oh, 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 pst. Oh, oh, oh. Junge! Was denn? Du musst doch nicht jetzt anfangen zu singen. Yes, war in so einer spannenden Situation. Fick dich. Alles klar, Leute, ich nehme ab Zug in Zukunft dann Beyond the Souls alleine auf. Das war zu schnell mit für Admin. Mit der Karte gerade. Witzig. Wo braucht die denn da? Komm schon, mach doch mal hin. Wie nah soll ich denn noch an dich? Also. Irgendwas passiert da. Der Energielevel im Kondensator steigt immer noch weiter. Wir müssen ihn jetzt runterfahren. Los! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Wie tot. Alter. Können wir hier an den Rechnern irgendwas machen? Nee, ne? Nee, ich glaube, das können nur da vorne was machen, denke ich mal. Bei ihm. Oder wir müssen da rein sogar, das kann auch sein. Aber erstmal da was ausprobieren, genau. Oh Junge, da fliegen die ganzen Teile rum. Viel zu krass, so eine Dimension einfach ins Jenseits. So ein Riss. Ich kann nicht. Hebel. Scheiße. Das Mistding geht nicht. Komm, ich will was machen. Ich kann auch so diese ganzen technischen diese Geschichten immer, denke ich. Naja. Ja, da musst du jetzt hin. Ja, du musst da jetzt... Ja, kann ich überhaupt raus? Ja, ich kann glaube ich glaub, nicht so weit weg von dir, oder? Ja. Okay, ich try nochmal. Was passiert? Soll ich mal tryen, was passiert, wenn ich hier hingehe? Ja. Ah, ne. Okay. Ich kann nicht so weit. Dann let's go. Und ich muss dich wahrscheinlich beschützen. Ich sprinte ganz schnell zur Konsole. Jetzt komm mal einfach mal sprinten. Jetzt bist du wieder beschützt. Gefragt. Alles klar, Mann. Okay, go. Los geht's. Wo lang läufst du? Wo lang? Wo soll ich denn laufen? Ja, da. Leiter hoch? Weißt du, wo die Konsole ist? Ist oben an dem Steg lang, genau. Habe ich sicher. Hallo. Gehen was machen. So. Du musst ja hier auch kämpfen. Ja, hab ich doch. Alles gut. Das war eine unterschiedliche Sache, die ich machen musste. Deshalb war es ein bisschen tricky.
hier weiter. Sehr gut. Schön. Immer weiter. Vorwärts. Schade. Hab ich. Hab dich. Geil. Und weiter. Schon Mädels springen. Teamwork hier, Taran. Synergy. Die auf der Botlane damals. Oder Midlane Jungle. Oder Toplane. Oder Toplane Jungle. Alles klar. Nach rechts. Ja. Yo. Kurz mal Höhenangst-Test. Mach ich. Ja, dich mache ich weg. Komm schon. Der andere? Ja. Und noch einer. Immer drei. Ja, bisher waren es immer drei. Ja, man weiter. Geil. Ich schaff das. Ist halt gar nicht unübersichtlich oder wild oder so hier. Hab ich auch. Schon. Ja, hoch da. Das ist doch der Punkt. Ab zum Punkt. Und ab, jetzt kommt letzter Run zur Konsole. Sehr gute Sprünge. Einfach durch da. Rein da. Und alles runtergefahren. Saubere Leistung, Taran. Ich frag mich nur. Egal, wir sehen es jetzt. Yo. Das wird jetzt so krass. Alles klar, was geht? Musst du nicht nochmal raus? Alter, das wird so krass, Alter. Bei mir gar nicht. Echt? Ja, bei mir ist nichts passiert, leider. Sie redet die ganze Zeit. Fällt sich mir aber. Junge, heftige Mission auf jeden Fall. Da?
Hier, du kannst endlich ein normales Mädchen sein. Ida! Alter. Ja, ich bin hier. Ich dachte, du wärst weg. Nein, ich verlass dich nicht. Wo du auch hingehst. Echt mal. Der Übertrag 7 Part 2 verbessert hat. Jody. Wie lang die Mission auch war, ne? Ich hätte dich da niemals reinschicken dürfen. Es ist alles meine Schuld gewesen. Es war meine Schuld. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Was denkst du, dass sie das wieder tun? Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein. Heftige Mission. Ja, auf jeden Fall. Ist die Frage, machen wir noch eine? Nee, wir haben ja gesagt, wir machen immer nur so eine Stunde, ein paar. Haben wir, glaube ich, erreicht. Okay, Leichen Bitte? Zum Channeling übersehen. Wir haben scheinbar welche übersehen, genau. Kondensator ausgeschaltet, haben wir auch gemacht. Besessene Wissenschaftler umgebracht, haben wir auch gemacht. Ja, wussten wir ja, oder wie? Ja, scheinbar gibt es auch einen Weg, wo man ihn nicht umbringt. Naja, alles klar, dann würde ich sagen, bedanken wir uns an der Stelle mal wieder fürs Zuschauen. War auf jeden Fall eine geile Folge. Taran hatte ein bisschen mehr zu tun als ich, glaube ich, aber war okay. War ja immer so. Eben, gehört halt dazu. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge von Beyond Two Souls. Genau, und used kein TikTok, bitte. Bis dann, tschüss. Haut rein.